Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Song of Horror in einer neuen Aufnahmesession, in einem neuen Livestream. Ja, wir sind wieder zurück in Episode 2. Letztes Mal bin ich ziemlich verwirrt hier reingestattet, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, wollte. Weiß ich jetzt immer noch nicht. Wir hatten ja das letzte Mal, naja, das war die Karte, ja. Schön und gut, ja. Das ist der Keller. Aber wir hatten das letzte Mal diesen Magneten hier gefunden. Wow. Der Magnet von einem Kühlschrank, von einer Kühlschrankdekoration. Der Magnet wird sich als nützlich erweisen, den Rest brauche ich nicht. Wow, kann ich das jetzt? Genau, aber den Kleiderbügel musste er nicht nochmal auseinandernehmen oder so. Okay, verstehe, wer will. Ja, jetzt haben wir das, was wir brauchen. Ich werde bestimmt drauf gehen, denn ich muss erstmal wieder reinkommen. Eine Woche ist vergangen seit dem letzten Mal. Die Steuerung ist da mit Maus und Tastatur ein bisschen hakelig. Mal gucken, wie wir klarkommen. Hier ist ja ein Tisch zum Verstecken. Und wir müssen jetzt. Bin ich denn jetzt hier? Wir müssen jetzt nach draußen, damit wir da hinten wieder rein können zum Zugang für Anwohner und da den Schlüssel rauspicken können. Das ist so das, was wir machen wollten. Ich hoffe, ich kann jetzt hier noch problemlos überall lang. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt nicht mehr so recht, wie das mit dem Quicktime-Event war. Man musste das Weiße mit der Lunge, glaube ich, übereinstimmen haben, damit der nicht zu laut ist, weil sonst diese, ja, Wendigos oder was auch immer das da sind, für Wesen einen sonst hören können und angreifen. Da muss ich nochmal schauen, wie das ist. Letztes Mal habe ich das ja auch erst einmal gemacht. Da war das ja auch noch ganz neu für mich. Natürlich doof, dass ich jetzt so lange Pause dazwischen hatte. So, dann schauen wir doch mal, dass wir den Schlüssel da rausfischen können. Und benutzen. Jetzt geht's. Na super, Schlüssel des Pförtners. Ein Satzschlüssel aus Eisen, gefunden im Büro des Pförtners. Er selbst war nirgends zu sehen. Betrachten. Der Hauptschlüsselsatz des Pförtners. Damit lassen sich wahrscheinlich mehrere Türen öffnen. Okay, mehrere Türen. Kann ich da jetzt sonst noch was machen? Ist niemand in der Nähe? Okay. Ja, das war halt das. Mehrere Türen. Ja, da hätten wir zum Beispiel schon mal direkt diese Türe hier, die wir öffnen könnten. Okay, scheint ruhig zu sein. Benutzen. Gut. Das ist jetzt das Büro, das ist sehr klein gehalten. Vollkommen unangebracht für den Arbeitsplatz. Allerdings habe ich nichts anderes erwartet. Joa, ist halt auch in allen Werkstätten und so. Ich weiß nicht, wo ich mich hier verstecken kann. Das ist ja jetzt ganz toll hier.
Er hat sich also beruhigt. Das war jetzt ganz toll, weil hier hätte ich mich nirgendwo verstecken können. Was haben wir hier? Handkurbel. Eine eiserne Handkurbel mit einer Fassung. Ich glaube, ich weiß, wo die hin kann. Sie scheint eine Art elektrisches Gerät zu bedienen. Vielleicht sogar ein Schloss, was in der Haupthalle vom Antiquitätenladen war. Würde schon hinkommen, ne? Das war jetzt ein Einstieg hier. Direkt so eine Panikattacke. Crime, ich habe mal 5 Minuten angesehen und beinahe ein Loch in den Fernseher geschossen. Die Art und Weise, in der die Polizeiarbeit dargestellt wird, ist äußerst bedauernswert. So, jetzt will ich natürlich wieder zurückgehen. Ich hoffe, der beruhigt sich jetzt auch. Denn wir waren ja hier noch nicht fertig. Das hatten wir gesehen. Was haben wir hier? Lesen. Hier ist der Schlüssel zum Schalter, den du an der Ladentheke findest, falls jemand Zugang zur Ausstellungsgalerie benötigt. Es gibt Überwachungskameras. Wie? Bericht des Tages, der Tagesschicht. Der Tagschicht. Ein Formular, das von Simon, dem Wachmann der Tagschicht, ausgefüllt wurde. Mein Gott, lesen ist heute gar nicht drin. Ende des Schichtberichts. Datum 22. August 1998. Schicht, Tagesschicht. Eingereicht um 19 Uhr. Wachmann Reedfield Simon. Code 55173. Vorfälle 8.51 Uhr. Die Versicherung schickt einen Klempner, der das Leck im Rohr repariert. Ich unterschreibe das Versicherungsformular. 10.22 Uhr. Ein Paket wird für Wohnung 3b in Block 2a angeliefert. Es ist niemand zu Hause. Es wird vorübergehend auf dem Schreibtisch des Pförtners abgelegt. 12.06 Uhr. Herr Isaac Färber wird zu dem Vorfall befragt, der sich in der Nacht ereignet hat. Er scheint verwirrt zu sein und nicht zu wissen, wovon ich spreche. Er wirkte aufgebracht und stellt mir viele Fragen. Ich biete an, einen Arzt zu rufen, aber er versicherte mir, dass es ihm gut geht. Ja, der Vorfall, als er da umhergewandert ist, wir erinnern uns. 15.17 Uhr. Ein Vertreter wird beim Versuch ertappt, sich in den Innenhof zu schleichen. Ich führe ihn aus dem Gebäude. Okay. Auf dem einzigen Monitor da an ist es nicht zu sehen. Ich drehe am besten eine Runde um das Gebäude. So. Das wäre dieser Raum jetzt hier gewesen. Dann haben wir hier noch was kleben, da sagt er nicht zu, aber hier. Notizen mit verschiedenen Erledigungen und Beschwerden von Erika Färber an Pförtner des Gebäudes. Dieser Walter ist anscheinend eine etwas zwielichtige Gestalt. So, diese Türe können wir jetzt entriegeln. Wir gehen aber noch nicht durch. Und gehen jetzt hierhin wieder zurück in den Raum, wo wir vorhin geflohen sind, sozusagen. Hier hätten wir zwar auch schon alles erkundet, aber wir wollen gucken, was im nächsten Raum ist. Hören erstmal. Scheint ruhig zu sein. Dann gehen wir mal durch. Ein Klo. I see something on that cleaning cart. Ja, ich sehe etwas auf dem Putzwagen. Ein BH. Ich habe Situationen wie diese schon einmal gesehen. Meistens waren Einbrüche oder Eingriffe in der Privatsphäre die Ursache. Okay. Nicht sehr typisch für die Gebäudeaufsehers, die Räumlichkeit in einen solchen Zustand zu lassen. Auch wenn es nur für seinen persönlichen Gebrauch ist. Right. Wasserstoffperoxid. Eine Flasche mit Desinfektionsmittel betrachten.
Wasserstoffperoxid. Das Forensik-Team aktiviert damit Luminol und Kriminelle nutzen es. Noch wüsste ich jetzt nicht, wofür wir das bräuchten. Aber damit hätten wir jetzt diesen Gang soweit erledigt. Wir könnten noch unten in den Heizungsraum reingehen. Theoretisch, aber wüsste jetzt nicht warum. Doch nicht. Wir können eigentlich fast überall rein. Wenn das ein Generalschlüssel ist für das Anwesen hier, für die Räumlichkeiten, dann kann man hier theoretisch überall hin. Müssen wir nochmal zurück? Ich würde sagen, dass wir durch diese Kellertür zurückgehen und somit in den Antiquitätenladen zurückkehren. Das dann hier ist. Wie gesagt, meiner Meinung nach können die Entwickler super gut einen Resident Evil-ähnlichen Shooter machen mit dieser Grafik und Kameraführung. Qualität ist auf jeden Fall super gut. So, verstecken können wir uns hier hinten links, wenn wir es wollten. Gucke nochmal eben nach. Ich weiß gerade nicht mehr, wo genau es war. Hier wäre es dann. Man weiß ja nie. Jetzt können wir den elektrischen Schalter bedienen. Der hier. Dafür brauchen wir das benutzen. Damit kommen wir jetzt da durch. Ja, die andere Frage ist, wollen wir da jetzt durch? Naja. Ich würde sagen, wir müssen da wahrscheinlich durch. Ich hatte überlegt, bei dem Ganzen jetzt auch die Facecam einzubauen. Wollte ich auch eventuell machen. Nur ich hatte jetzt keine Zeit im Vorfeld, das Ganze mit der Technik ja zu testen. Wir können da nicht durchhören, deswegen müssen wir durchgehen. Ja, der Fernseher ist von Sony, genau. Nicht von Sony. So. Der Schaukasten ist verstärkt. Ich nehme an, dass sein Inhalt ziemlich kostspielig ist. Da ist eine Schusswaffe. Ich hoffe, die ist zur Dekoration oder das Glas oder dass das Glas wirklich sicher ist. Der Schaukasten ist im perfekten Zustand. Der Inhalt sieht sehr teuer aus, aber nichts davon ist irgendwie bemerkenswert. Hinter dem verstärkten Glas sehe ich Gold- und Silbermünzen. Ich nehme an, dass sie ziemlich alt sind. Die Tür der Glasvitrine hat einen Zahlenschloss. Ich frage mich, ob da irgendwas Nützliches drin ist. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan. Alte Juwelen und Schriftrollen, gut geschützt im Inneren des Schaukastens. Ein Schaukasten voller Masken und anderer Antiquitäten. Abgesehen davon ist im Moment nichts Interessantes dabei. Tja, wir haben den Code nicht, um da ranzukommen. Nicht, dass ich wüsste, sonst hätte ich den ja markiert. So, jetzt müssen wir nach links.
Theoretisch können wir von hier aus gleich in alle Wohnungen. Theoretisch, weil in diesem Gang hier sind ja die Eingänge zu den Wohnungen. Oh, ich habe jetzt gar nicht gehört. Igor noch mal gut. Alter, was? The door. I can't let it open. Ich hatte schon fast wieder vergessen, wie das ging, verdammt. Ich dachte mir, es ist so. Was zur Hölle? So. Ja, hier können wir anscheinend durch. No. Achso, ja, müssen wir natürlich noch aufmachen. Good. Dann mal rein in die gute Stube. Ein kleiner Raum. Aktenschränke voll mit Dokumenten. An diesem Ort eine Untersuchung durchzuführen, zu müssen, wäre ein einziger Albtraum. Unter diesem Tuch ist etwas ziemlich Großes. Mir ist nicht wohl dabei, aber vielleicht sollte ich einen Blick darauf werfen. Nein. Nein, wir lassen das. Diese Geschichte kennen wir ja. Zu neugierig sein und dann stirbt man. Wir lassen das mal. Gehen wir wieder zurück. Scheint es ruhig zu sein. Wir öffnen die Türe und gehen mal da durch. Und schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Ein weiterer kleiner Raum. Gemälde, die mögen sie mögen wertvoll sein, aber mir gefallen sie überhaupt nicht. So, Brief 2 von Sebastian P. Hascher. Ein Brief von Sebastian P. Hascher an Isaac Färber vom 18. August 1998. Isaac, ich fürchte, es ist zu spät. Ich habe die Melodie gehört. Er findet die Kinder auch, aber nur einmal. Es wird ihnen nichts passieren, oder? Lieber Gott, diese Melodie, etwas in meinem Kopf ist anders. Ich habe dadurch Dinge gesehen, die ich nicht verstehe. Dinge, die ich lieber nicht mehr sehen würde. Es tut mir so leid, Isaac, aber ich sehe mich gezwungen, dir die Spiele zurückzuschicken. Ich werde weiter nachforschen, aber ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Ich muss an meine Familie denken. Bitte pass auf dich auf und vergib mir meinen Mangel an Mut. Sebastian P. Hascher. Hinten steht auch nichts mehr drauf geschrieben. Okay. Ansonsten haben wir hier auch nichts weiter. Dann müssen wir wohl weiter in den nächsten Raum.